Hallo Leute und willkommen beim Sparmag. Nach unseren Top-Smartphones geht es heute um unsere Preis-Leistungskracher. Man könnte auch sagen, die besten Xiaomi-Smartphones aktuell auf dem Markt. Die besten Pocos, nein, die besten Redmis. Wir haben uns wirklich Mühe gegeben, eine vernünftige Auswahl zusammenbekommen. Ja. Wir haben wieder 6 Smartphones für euch. Aber wir nehmen schon mal vorweg, das ist hier natürlich, wenn man Redmi und Poco und so weiter zu Xiaomi zählen möchte, sehr Xiaomi-lastig. Aber das liegt halt einfach daran, dass die aktuell diese Mittelklasse so ein bisschen dominieren. Ja. Wir haben aber auch etwas Abwechslung mit drin. Heute startest du, mein pelziger Freund. Ja, was ist aus dem einfachen Grund, weil ich nach wie vor vom, ich glaube, günstigsten Gerät unserer Reihe, vom Redmi Note 10 Pro, habe ich noch diese Hasen-Edition. Ne? Die diese, ja um Welten schöner ist als das normale. Die sich von der normalen Version nur dadurch unterscheidet, dass sie dieses Hasenlogo auf der Rückseite hat. Ach so, das meinst du. Nee, ich meinte jetzt diese Farbe. Also wenn ihr euch das Redmi holt, dann holt euch bitte diese, was ist das, bronzene Farbe? Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Das Kupfer, Bronze, Orange, irgendwas im Licht, silberweiß schimmernde, was auch immer Ding. Was natürlich eine, bei der Rückseite weiß Xiaomi bis heute nicht, was es ist. Dazu sage ich jetzt nichts, aber es ist preis-leistungsmäßig, es ist ein Wahnsinnsgerät, denn Xiaomi verbaut mal wieder, oder seit Ewigkeiten haben sie hier wieder auch angefangen, OLED-Display zu verbauen. In dieser Preiskategorie, ich meine, wir sind ja näher als an 200 Euro, als an 300 Euro inzwischen, ist das vom verbauten Display ist das super. Von der Hauptkamera, die ist in dieser Preiskategorie richtig toll für normale Fotos. 108 Megapixel. Es ist, ja, gut, ja, aber das Ergebnis ist halt wirklich, wirklich, wirklich schön, ne, muss man sagen. Es ist natürlich ein großes Gerät, dafür natürlich auch mit einem dicken Akku. Aber die Akkulaufzeit ist lang. Wir haben hier wieder alle Xiaomi-Vorzüge. Wir haben Kopfhöreranschluss, wir haben Infrarotport, alles drumherum. Updates ist so das große Fragezeichen. Wann und wie schnell da was kommt, soll man ja auch nicht verheimlichen. Und habe ich schon erwähnt, dass es großteilweise ist. Wirklich, also es ist wirklich ein Klopper. Es ist ein Klopper. Aber für den Preis, bei der Performance, für mit dem Display, mit den Lautsprechern, es ist ein schönes Gesamtpaket, aber es ist halt softwaremäßig, Xiaomi-mäßig wieder gewöhnungsbedürftig und es ist halt groß und ein Klopper. Genau. Software ist bei Xiaomi eh so ein springender Punkt. Also ich stimme dem Fall hier komplett zu. Ich bin ein riesiger Fan von diesem Redmi Note 10 Pro. Hardware-technisch unglaublich, was ihr für vergleichsweise wenig Geld bekommt. Aber Updates und so weiter sind das eine. Die UI an sich, das ist das andere. Muss man mögen. Also ich kenne viele, die UI, die MIUI, so heißt es ja, glaube ich, nach wie vor, mögen. Andere eher nicht. Die sagen, ich bleibe da lieber bei Samsung. Das, was ich kenne, die One UI, und das finde ich wirklich, ist in den letzten Jahren immer besser geworden. Und der große Vorteil vom Samsung Galaxy A52 oder A52 5G, wir nehmen hier beide mit rein, ist einfach die Tatsache, dass die beiden 3 Jahre Software-Updates und 4 Jahre garantierte Sicherheits-Updates ganz bekommen. Fetter Plus. Und das ist in dieser Mittelklasse schon echt eine Ansage. Ja. Wir haben hier jetzt das normale Galaxy A52 für, ich wollte die Preise eigentlich nicht erwähnen, aber aktuell sind es so 300, 310, 320 Euro. Ja. Also ein bisschen mehr als das Redmi Note 10 Pro. Hardware-technisch kann das hier nicht ganz mithalten. Wir haben hier nur ein 90 Hertz OLED-Display, was trotzdem richtig, 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 richtig gut ist. Also ein super schönes Display. 120, ganz vergessen, Entschuldigung. Genau, das ist natürlich so der Game-Changer. Eine ordentliche 64 Megapixel Hauptkamera. Ich bin mit der wirklich, sagst du jetzt, ich bleib da trotzdem dabei. Mit dem verglichen, was man eigentlich gewohnt war, immer da in der A-Reihe. Gerade beim A52er bin ich absolut zufrieden damit. Je nachdem, ob ihr euch das 5G-Modell holt, bekommt ihr sogar ein 120 Hertz OLED-Display. Das kostet dann natürlich mehr. Snapdragon 720G oder 750G. Ordentliche Performance. IP67-Zertifizierung, was die ganzen Xiaomis in der Preisklasse nicht haben. Tolle Stereo-Lautsprecher. Ja, aber das Redmi so allerdings, kann ich mir ein neues kaufen. Was das Redmi allerdings auch hat. USB-C 2.0. Die Haptik ist besser als die letzten Jahre. Wir haben hier jetzt eine matte Kunststoffrückseite. Wir sagen euch aber auch gleich, die lässt sich eindrücken. Also das ist nicht durchgängig, aber immer mal wieder lässt die sich eindrücken. Generell, was die Verarbeitung, was die Haptik angeht, sind alle anderen Smartphones, die wir euch heute hier noch vorstellen werden, teilweise deutlich besser. Nichtsdestotrotz, gerade durch diesen Software-Aspekt, die Premium-Features und das geile Display und die Tatsache, dass ich denke, dass dieses Smartphone hier über kurz oder lang auch auf so 270, 280 Euro zusteuern wird, darf das meiner Meinung nach auf keinen Fall fehlen. Vor allem, was er sagte, normale Version, ne, die Update-Garantie, allein in diesem Preissegment so lange die Update-Sicherheit zu haben, ist fantastisch. Dann die bekannte Software-Verlässlichkeit von Samsung. Dieses One UI, da vorne die Karten zu haben, nicht mehr Samsungs, wie hieß das früher, Sense oder was auch immer da vorne war. Sense jetzt. Schände mir du mal hier nicht meine Lieblingsbenutzer-Oberfläche. Also,
wie gesagt, Kameras ist so der Punkt, wo ich ein bisschen zucke, aber ansonsten gelungenes Rundum-Talala und mit der Update-Garantie ist es toll. Kommen wir direkt zum nächsten, was von meinem werten Kollegen, das war hier auch unser Diskussionspunkt diesmal. Ich möchte hier nach wie vor den Preis-Leistungs-Sieger aus dem letzten Jahr oder mit einem der interessantesten Geräte aus dem letzten Jahr noch mit reinnehmen. Das OnePlus Nord. Mhm. Und vor allem das normale Nord, denn OnePlus hat den Preis gesenkt. Das OG Nord, wie es Kenner auch nennen. Das Original Nord, ja. Nach wie vor ein schönes Teil, nach wie vor genauso schnell wie vor einem Dreivierteljahr, als es rausgekommen ist. Ja. Und vor allem, es ist für mich nach wie vor die bessere Wahl, auch im Vergleich zum neu rausgekommenen OnePlus Nord CE 5G. Ja, auf jeden Fall. Ne? Und vor allem, OnePlus hat ja auch den Preis gesenkt. Nicht mehr 400, sondern, oh, ich glaube offiziell 340, 330. Ja, genau so das. Ne? Und das ist so nach wie vor in diesem Bereich, je nachdem, wo es dann landen wird. Mal gucken, wenn jetzt ja, ist ja auch der Nachfolger vor der Tür oder sowas. Aber was ich hier so als Rundumpaket bekomme, für mich nach wie vor die Überraschung, auch die Performance, auch wenn wir hier nicht High-End-Prozessoren drin haben, sondern 765er, habe ich hier dieses gewohnte OnePlus-Feeling. Wir haben hier 90 Hertz Display, aber ein okay, oder vernünftiges Display. Wir haben schnelles Laden von dem Akku, ja nur so okay. Hauptkamera ist okay. Finde ich zum Beispiel besser als vom A. Ja, ich weiß. Achso, ich dachte, jetzt haust du mich. Ne? Aber ist so für mich... Bei Lowlight ein bisschen besser, ja. Für mich dieses Jahr nach wie vor noch schön. Und wir haben jetzt die Update-Garantie bekommen. Es wird, naja, zwei Android-Updates wird es seit Vorstellen und 3 Jahre Sicherheits-Updates bekommen. Blöd nur, dass OnePlus halt mit den Updates nicht aus dem Quark kommt. Ich glaube, die haben sie letztes Jahr schon gesagt, nur alle 2 Monate. Und selbst da tun sie sich schwer. Ja. Wir machen weiter. Also ich bin jetzt hier der Pixel-Fanboy. Ja, und da darf das natürlich hat sich echt gedreht hier. Der Wahnsinn, verkehrte Welt, oder? Da darf dieses Smartphone hier natürlich auf sowas von gar keinem Fall fehlen. Toll. Mittlerweile ja auch schon knapp ein Jahr alt. Ja. Aber du hast ja eben so über die Kamera gesprochen beim Redmi Note 10 Pro. Wir hatten es natürlich auch beim A52 und dann hat er gesagt beim Nord, aber jetzt ganz ehrlich, die mit Abstand beste Kamera in dieser Preisklasse hat dieses Smartphone hier, das Google Pixel 4a. Leider nur ein Sensor, dafür ein richtig guter, es ist ein High-End-Sensor, auch wenn er schon brutal alt ist, aber so eine gute Low-Light-Performance findet ihr nirgends in dieser Preisklasse. So gute Porträts, auch von der Frontkamera, also das muss man dazu sagen, einfach wirklich toll. Videos, naja, da gibt es Luft nach oben, aber das kann keiner in der Preisklasse so wirklich gut, oder? Xiaomi war da überraschend positiv. Vor allem vom Audio bin ich oft immer angetan. Ja, also wie gesagt, aber Fotos, das ist die große Stärke. Und dazu gesellt sich halt hier dieser handliche Formfaktor. Ihr seht es ja, das ist das handlichste Smartphone in unserer heutigen Auswahl. Wir haben trotzdem ein richtig gutes Display. Also das ist hier auch ein OLED-Panel, allerdings nur 60 Hertz, nichtsdestotrotz wirklich gute Helligkeit, gute Farbdarstellung, ordentliche Schärfe, ordentliche Performance, ist auch ein Snapdragon 720G noch, oder? Ja, genau. Das war der, trotzdem dafür für das reine Vanilla-Android-Feeling und softwaremäßig und Updates. Das ist halt ja schon der nächste Punkt, also das Tolle hier natürlich auch wieder Vanilla-Android, super schnelle Updates, auch hier die Update-Garantie und das macht halt einfach Spaß. Es ist ein rundum gelungenes Gesamtpaket in einem schönen, kompakten Formfaktor. Ja. Ja. Wenn man ein bisschen was kritisieren möchte, könnte man sagen, die Akkulaufzeit ist durchschnittlich. Also da haben wir hier heute welche dabei, die besser sind, trotz 90 oder 120 Hertz bei der Akkulaufzeit. Wer da mehr möchte, muss halt wirklich zum Pixel 5 dann schauen. Das hat nochmal eine bessere Akkulaufzeit und auch 90 Hertz. Nichtsdestotrotz, also gibt ja hier immer wieder Gerüchte über einen Nachfolger, der dann vielleicht zu uns kommt, vielleicht auch nicht. Es würde mich wirklich, wirklich freuen, weißt du, weil man müsste hier gar nicht viel machen. Einfach ein bisschen einen größeren Akku, vielleicht 90 Hertz oder so und vielleicht eine Weitwinkelkamera. Und genau, und dann wäre es eigentlich schon fast perfekt. Also, und vor allem die Handlichkeit. Ne? Ja. Das ist hier aus unserem Rudel, ne? Wer jetzt keinen Riesenklopper-Oschi will, sondern was Kleines, auch nach wie vor, dass wir hier, wie Samsung eben, ich meine, überlegt mal, ich glaube, letztes wir haben Preis-Leistungs-Dinger, hatten wir, glaube ich, noch nie Pixel- oder Samsung-Smartphones und jetzt ist verkehrte Welt. Insofern wirklich gute Entwicklung. Jetzt ist es an der Zeit, da wieder normale Bahnen zu lenken, und zwar Poco. Wir mussten also Xiaomi unter Marke Poco, auch wenn sie sagen, wir kennen wir nicht, es ist ein Xiaomi. Ich glaube, irgendwo steht ja sogar Xiaomi auf dem Gerät selber drauf. Auch kleiner als letztes Jahr, aber Xiaomi steht Communications drauf. Steht sogar auf dem Poco-Gerät hier auf der Rückseite. Ja. Und wie auch schon das Poco F2 Pro ist auch hier das Poco F3 preis-leistungsmäßig der Wahnsinn. Wir haben den Snapdragon 870, also den 865 umgebrandet. Genau. Das für einen Preis, ich meine, jetzt aktuell ist es wieder knapp über 300 Euro zu haben. Und das ist für den, wer Leistung will, ist irre. Ich mache hier natürlich Abstriche bei den Kameras, die halt nicht ganz super duper, ne, dem Rest beim Rest mithalten. Aber performancemäßig vom Display her, von der, auch von der Geschwindigkeit,
ist es ein tolles Gerät, was Xiaomi für die Hardware hier wieder an kleinem Geld verlangt. Das ist halt das, wo sie alle anderen gegen die Wand spielen, auch mit diesem Gerät hier einfach wieder. Man muss sich nur im Klaren sein, ne? Hier ist nicht mein Fokus. Kameras nicht ganz so supi-dupi zum Beispiel, und mit den Software und mit der Update-Garantie ist auch wieder das Fragezeichen. Gut, dann sagt jemand anderes, für den Preis ist mir das egal, dann kaufe ich mir in ein, zwei Jahren einfach den Nachfolger oder den Nachnachfolger. Ja. Aber preis-leistungsmäßig für 300 oder um 300 ist das irre. Ja, dem stimme ich zu. Ich möchte hier nur noch eine Sache ansprechen. Software hattest du ja eben schon. Es läuft immer noch nicht so wirklich rund. Also das hatte viele Kinderkrankheiten zum Start, wurde jetzt besser. Aber ich finde irgendwie immer noch, so ein Redmi Note 10 Pro läuft da irgendwie ein bisschen runter. Und wenn ihr eine gute Alternative wollt und sagt, ich will trotzdem Prozessor-Power und vielleicht eine bessere Kamera doch noch, Kamera, dann haben wir hier noch was. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich das über dieses Smartphone, also wenn du mir jetzt vor ein paar Monaten gesagt hättest, du wirst über dieses Smartphone schwärmen, dann hätte ich gesagt, mit Sicherheit nicht. Das hier ist das Xiaomi Mi 10T Pro. Also ganz, ganz wichtig, die haben mittlerweile 100 Geräte, das ist das Mi 10T Pro, was Ende letzten Jahres auf den Markt kam für 600 Euro. Und da habe ich gesagt, nö. Ja. Mittlerweile bekommt ihr es aber für 400 Euro, teilweise sogar noch drunter. Und da sage ich dann wieder, geil. Glasrückseite, Aluminiumrahmen, also wirklich so von der Haptik her das hochwertigste Smartphone, was wir euch heute vorstellen. Ist natürlich auch groß und schwer, aber nichtsdestotrotz eine super Akkulaufzeit, also weil wir hier halt auch einen riesigen Akku drin haben. Das ist wieder Klopper. Snapdragon 865, also das ist halt das Flaggschiff-Prozessor vom letzten Jahr, aber der performt meiner Meinung nach sogar zuverlässiger als der 888er, weil er nicht solche Probleme mit der Wärmeentwicklung hat. 108 Megapixel Hauptkamera, die auf jeden Fall wirklich nochmal ein deutliches Upgrade ist im Vergleich. Wem hier die Kamera nicht ausreicht, sondern auf Nummer sicher gehen will, kriegt da halt die vernünftige Kamera noch. Genau. Wirklich gute Lautsprecher, Fingerabdrucksensor hier in der Seite, natürlich auch wieder Android 11 und so weiter. Das Einzige, wo man hier halt so ein bisschen meckern könnte, ist das Display. Also das klingt total gut mit den 144 Hertz und IPS und so weiter. Aber wie gesagt, OLED. Es ist kein OLED und das wäre auch gar nicht so schlimm, aber es ist nicht das beste IPS-Panel. Also was so die Ausleuchtung angeht, generell die Farbwiedergabe, gibt es da Luft nach oben. Dafür habt ihr hier halt diese 144 Hertz. Also wenn das Ding hier jetzt noch ein 120 Hertz OLED-Display hätte. Wenn es 90 Hertz OLED hätte. Ja, bin ich generell deiner Meinung. Nichtsdestotrotz glaube ich, für alle, die halt einfach sagen, ich will was Hochwertiges mit einem tollen Prozessor, mit einer wirklich guten Kamera, die können hier jetzt mittlerweile echt zugreifen. Und wahrscheinlich sinkt der Preis sogar noch weiter. Es sind halt dann wieder die Unterschiede, wo euer Fokus drauf liegt. Wenn ihr stundenlang am Tag auf so ein Display guckt, dann wollt ihr lieber ein vernünftig ausgeleuchtetes Panel haben. Ne? Dann ist das wieder nicht so schön. Wenn ihr wieder den Fokus aber lieber auf Fotos legt, dann wird das wieder toll. Wenn ihr den Fokus auf Akku legt, haben wir euch, dann geht ihr halt wieder in die Klopper-Kategorie, die natürlich mit fetten Akkus nicht leer zu kriegen sind. Wenn ihr dann aber wieder was Handlicheres haben wollt, gut, dann haben wir hier nur das eine gehabt. Willst du uns noch erklären, warum wir kein iPhone SE hier in dieser Runde haben? Also, mich hat es ja gewundert, dass du das nicht irgendwie hier dabei haben wolltest. Meine Meinung zum iPhone SE kennt ihr ja. Gutes Smartphone, toll mit diesem Software-Support. So, das ist die große Stärke. Der Prozessor ist klasse. Die Kamera ist ähnlich gut wie die vom Pixel 4a. Also, wenn auch nicht bei Lowlight, weil wir halt keinen Nachtmodus haben. Aber das Design, das Display, die Akkulaufzeit, die Displaygröße. Ja. Und dafür ist mir dann der Preis irgendwie nicht stark genug gesunken. Und vor allem dann diese 470 bei Apple selber für die 64 Gigabyte Version. Und es ist, und wir geben Apple ja auch den iPhone-Bonus, aber es ist echt schwer. Und wenn man dann einfach guckt, was wir hier wirklich so preis-leistungsmäßig haben. Und dadurch, dass man halt mittlerweile bei Samsung und jetzt halt auch bei vielen anderen so ein Update-Versprechen hat, fällt halt irgendwie schwer, weil man muss realistisch bei der ganzen Sache bleiben. Ja, 5 Jahre Updates, aber wollt ihr wirklich in 5 Jahren noch... Also da müsst ihr auf jeden Fall zweimal den Akku wechseln lassen bei diesem iPhone SE. Wollt ihr dann noch dieses Steinzeit-Design? Ich weiß es nicht. Aber hey, Fingerabdrucksensor auf der Frontseite. Das stimmt. Damit sind wir durch. Das war's. Schöner Überblick, wie ich finde. Da sollte jetzt wirklich begründet für jeden Geschmack, für fast jede Preisklasse was mit dabei sein. Ja. Ich glaube, wir können euch beide sagen. Hä? Ja, das vor allem in diesem Video, aber auch in dem Top-Video. Egal welches Gerät, das sind hier wenigstens, da haben wir schon aus 2 Millionen Geräten jeweils 6 vernünftige rausgesucht, wo man in diesen Kategorien nichts falsch macht. Ihr müsst nur noch hingucken, welche Kategorien, was davon ist euch am wichtigsten, lieber Kamera, lieber Akku, lieber Handlichkeit, lieber Updates oder was nicht alles, und danach entscheidet ihr. Aber das hier sind so Kategorien einfach schon mal rausgesucht, das sind die vernünftigen Geräte, die es da draußen gibt.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne unten in den Kommentaren wissen, was ihr zu unserer Auswahl sagt, ob wir irgendwas vergessen haben, ob ihr vielleicht sogar irgendeines der Geräte habt. Welches hatet ihr? Oder welches hatet ihr auch nicht? Wir freuen uns auf euer Feedback. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich bin echt drauf inzwischen. Ja, also voll wild. Mach's gut. Macht's gut. Ciao.